Hallihallo, du lieber Steinbock, und herzlich willkommen hier bei mir bei deinem Oktober-Reading. Ja, was haben wir denn da? Ich habe so das Gefühl, es ist sehr spannend auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, du darfst wirklich dich damit beschäftigen. Was sind denn deine Fähigkeiten? Was sind deine Begabungen? Was ist das, was so in dir schlummert? Und da haben wir die Heilerin. Die Heilerin, der Weg der Heilerin. So. Und jetzt haben wir natürlich jeder Mensch, der die Berufung in sich trägt, Menschen Heilung zu bringen im Sinne davon, dass er die eigenen Heilkräfte bewegt oder aktiviert und hilft den Menschen in sich anzukommen, sich zu erkennen, sich zu fühlen, wahrzunehmen, Altes zu lösen, Neues zu empfangen. Ja, so sehe ich das, sich wieder gut zu fühlen, sich wohl zu fühlen, in eine neue Schwingung hineinzukommen, damit sich einfach auch manifestierte Geschichten zum Beispiel im Körper lösen oder in den Gedanken lösen. Und dann haben wir da als Rückblatt die Händlerin. Und ich habe das Gefühl, dass es darum geht, dass du deine wirkliche Begabung leben darfst, dass du wirklich in die Berufung eintauchen darfst. Und ich glaube, dass das im Moment ein bisschen eine schwierige Situation für dich ist. Ja, also ich denke, mit dem Turm, der da bricht, bist du jetzt gerade dabei, wirklich dich selbst zu erkennen, dich selbst auch in die Heilung zu bringen, Heilung zu erfahren, indem du aber jetzt eine neue Welt für dich erstellst. Also hier bricht ein altes Fundament in dir, aber auch um dich herum nieder, um dich in diese Position hineinzubringen, die wichtig für dich ist, die richtig für dich ist, und damit die Welt einfach auch deine Fähigkeiten, deine Begabungen erfährt. Und ich habe so das Gefühl, das ist so ein schwieriger Pfad gerade für dich. Also irgendwo steckst du da gerade mittendrin. Wir haben hier die 10 der Schwerter, die 10 der Schwerter stehen aber auch für ein Ende einer, nicht nur Illusion, sondern ein Ende eines harten Kampfes und Zykluses, wo viel, 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 viel mentale Schwere da auch für dich vorhanden war. Ja, dann warst du vielleicht in Konstrukten drinnen, auch innerlich, die dich wie gefangen gehalten hatten. Ja, vielleicht auch mit dem Umfeld gepaart, wo einfach vieles gar nicht so richtig war für dich und sich im Endeffekt dann angespürt hat wie 10 Schwerter im Rücken. Ja, und dieser Zustand ist aber gut. Die 10 bedeutet immer, dass man in eine neue Etappe einschreitet. Das heißt, es ist ein Ende von etwas. Etwas geht in Vollendung für dich. Und das ist großartig. Und das feiere ich auch hier, weil damit dieser Turm auch wirklich spricht. Das heißt, im Moment ist ein sehr, sehr starker Bewusstseinspfad für dich hier angezeigt, lieber Steinbock, ja, wo du deine eigenen Heilkräfte für dich aktivierst aufgrund von eines vielleicht unangenehmen Zustandes, damit du nachher wieder in diese Leichtigkeit oder Leichtigkeit, ja, Freude für dich in dein Leben, in das, was du wirklich, na, wo du spielst wieder damit, wo du dich fühlst, wo du zentriert bist in dir, wo du dich wahrnehmen kannst, wo du gehst mit dir, wo du glaubst an dich, ja, wo du einfach wirklich wieder deinen Raum einnimmst für dich. Sagen wir es einfach mal so. Ich habe das Gefühl, du hast eine Zeit lang deinen Raum einfach nicht wirklich eingenommen für dich. Das ändert sich aber, weil wir sehen hier ganz eindeutig die Königin der Stäbe kommt aus dir heraus. Das heißt, du verbindest dich hier mit deiner Löwenkraft, du verbindest dich mit dem Adler, mit einer ganz, ganz starken, mit einem ganz starken Überblick, ja, vielleicht auch mit deinen Krafttieren, die jetzt mit dir wirken. Du verbindest dich mit deiner Leidenschaft, mit deinem Feuer, du verbindest dich mit deiner Königin, du setzt die Krone auf, du nimmst das Zepter in die Hand, du kleidest dich in Rot. Ja, in Rot, du gehst mit deiner Liebe, mit deiner Leidenschaft, mit deinem Feuer, du traust dich, ja, du bist wieder wagemutig und ja, es kommt immer wieder das Wort Leidenschaft, aber nicht die Leidenschaft, sondern im Sinne deines inneren Feuers. Vielleicht hast du dich auch in deiner Leidenschaft ein bisschen vergraben, vielleicht warst du da auch jetzt irgendwo drinnen oder hast irgendwo in dir geruht, ja, wo und kommst jetzt drauf, das tut nicht gut. Und damit stehst du jetzt wirklich auf. Also du erkennst jetzt hier etwas und bringst das aber in die Umsetzung für dich. Die Königin der Stäbe ist eine starke Umsetzerin auch, die wirklich auch für sich voranschreitet. Und das kommt jetzt eben. Ja, also wunderbar. Es wird alles gut. Es ist alles gut. Es wird alles gut. Es hat ja alles einen höheren Sinn dahinter. Der höhere Sinn nämlich dahinter ist wirklich, dass du deine Berufung, deine Begabung jetzt erkennst. Ja, und rausgeht, dieser albtraumähnlichen Selbstzweifel vielleicht, gepaart mit dem König der
Münzen mit einer langsamen, sehr fundierten Erdungsenergie, die aber in dem Fall eher so eine Komfortzone anzeigt für dich. Ja, da warst du irgendwo drinnen, wo du befangen warst. Ja, du, oder bist noch irgendwo drinnen, wo du befangen bist, und das geht aber raus für dich, ja, weil du hier etwas erkennst für dich, ja. Du erkennst vielleicht etwas langsam oder hast jetzt langsam erkannt für dich, und jetzt wird es dir aber klar. Und diese Klarheit, die du jetzt gewinnst, kann sein, dass es dich noch ein bisschen rüttelt und schüttelt, aber es ist alles da. Es dient gerade dir und deinem eigenen Wachstum und deiner eigenen Entwicklung, ja, weil hier im Unterbewusstsein heißt es, höre auf deinen Seelenruf. Es wird alles ausgeglichen für dich. Hab den Mut, lass dich hier beschenken, lass dich hier führen, lass dich hier wieder lenken, ja, lass dich hier von deiner Seele rufen und geh dem Ruf deiner Seele nach. Also das ist ja wirklich die Botschaft, die jetzt kommt für dich, und damit gleicht sich immer alles aus und damit wird auch deine alte Schwere ausgeglichen. Die Mäßigkeit, die schüttet ja von einem Kelch ins andere, also Feuer geht raus, was in dir gebrannt hat, was dich vielleicht manchmal verbrannt hat, also im unangenehmen Sinne etwas, was an dir gezerrt hat, ja, das wird gelöscht mit ganz viel, ja, Gefühl, mit ganz viel Wissen, aber auch mit ganz viel Ursprungsenergie, die jetzt durch dich durchflutet, und mit den Regenbogen wird das ausgeglichen. Das heißt, dein eigenes wirkliches Feuer erwacht, währenddessen du dich mit Gefühlen wieder verbindest. Ja, das ist alles sowieso im Fluss, die Transformation kommt hinein. Zum einen darf es auch ein bisschen löschend sein, das, was eben nicht mehr richtig war. Und auf der anderen Seite dient es dem, dass sich hier jetzt etwas absolut für dich entwickelt. Ja, wunder, wunder, wunderschön. Ja, was ist dir bewusst? Du bewegst dich mit den Pagen der Münzen, du bewegst dich Schritt für Schritt, gehst du wohin, du siehst das vielleicht noch nicht. Ja, wir haben hier einen Ritter, der auf seinem Pferd reitet, gemächlich durch den Wald. Der hat sein Zepter in der Hand. Also das ist jetzt, da habe ich das Gefühl, vielleicht sind auch ein paar Begleiter bei dir, die dich unterstützen. Habe ich jetzt nicht so die Partnerenergie, sondern eher Begleiter, die dich unterstützen, aber vor allem auch dich jetzt hier auf diesem Weg, wo du langsam zu erkennen beginnst und dich beginnst zu bewegen, ja, oder dich jetzt schon seit einer Zeit bewegst, aber in dieser Bewegung gerade die Erkenntnisse für dich eintrudeln, die du Step by Step jetzt einfach für dich verarbeiten kannst, um so, auch wenn es gemächlich ist, jetzt wirklich deinen Weg neu zu beschreiten, hineinzugehen, um da dich jetzt mit der Acht, mit der Kraft, ja, in deiner Kraft wieder zu sehen, um hier jetzt wirklich, ja, deine innere Kraft, dein eigenes Feuer zu aktivieren für dich und diesen Sturm oder diesen, irgendwas ist da und diese Kraft brauchst du jetzt für dich. Du erkennst vielleicht auch im Sturm deine Kraft, indem du siehst, wie widerstandsfähig du bist. Und damit ist aber nicht gemeint, dass du in einer Situation bleibst, die nicht stimmig ist für dich, sondern dass du auch diese Widerstandskraft hast in dir, genau durch diese Situation durchzuschreiten, dass du die Kraft hast für dich auch jetzt Veränderungen für dich auszubreiten. Und das kann schneller gehen als gedacht. Ja? Und wir haben hier mit dem Pagen der Schwerter haben wir hier auch eine Situation, ja, wo du vielleicht noch kämpfst ein bisschen mit dir, ja, kämpfst mit deinen Gedanken und gleichzeitig, ja, oder kämpfst gegen Illusionen und gleichzeitig erkennst du aber auch für dich, es verbinden sich hier so ein bisschen die Welten für dich. Ich habe das Gefühl, ja, es verbinden sich die Welten für dich. Du erkennst durch alte Illusionen blitzartig, was jetzt richtig für dich ist. Ja, was jetzt wirklich richtig für dich ist. Und damit kommst du absolut in die Bewegung. Ja, und verlässt dann auch wirklich einen Zustand, der nicht stimmig war für dich, wo du immer wieder in einem alten Leiden drinnen warst für dich, indem du jetzt dich erhöhst quasi und auf eine Ruheposition begibst, um deiner eigenen Seele wieder zuzuhören, dir zu folgen, deine Symphonie zu spielen, anzukommen, anzunehmen, rauszulassen, was eben nicht mehr richtig für dich ist, ja, um dich hier mit dem Narren in eine neue Welt zu begeben. Und das hat eben damit zu tun, dass du jetzt einen alten Pfad des Mangels und des Kummers für dich verlässt.
Ja, irgendwas, wo du vielleicht geglaubt hast, du bist nicht gut genug. Du kommst jetzt so in ein erhöhtes Erwachen hinein. Dir wird jetzt was klar, indem du dir die Ruhe gönnst, auch wirklich hinzuschauen. Vielleicht hast du das ein bisschen immer auf die Seite geschoben, ein bisschen verdrängt. Ja, und jetzt gehst du aber und merkst, ah ja, okay, das, was mir dazu strömt, das, was jetzt da ist, das wird wie ein Wind, wird das von mir getragen. Und in diesem Wind, wo das abgeschält wird von mir, quasi in diesem Sturm, erkenne ich mich in meiner wahren Essenz und traue mich dann auch, ja, meine Flügel auszustrecken und das neue Glück, die neue Freude für mich zu wagen. Und das, was du jetzt eben erkennst und benennst, ist gleichzeitig aber auch, dass du hier wie befangen warst in etwas, was sich auch durchaus gut angespürt hat für dich, aber nicht deinem Seelenruf entsprochen hat. Ja, das heißt, du richtest dich jetzt wirklich auch nach deinem Seelenruf aus und gehst jetzt für dich und traust dich, dein Zepter, deine Kraft, deine Stärke auch wirklich zu erleben. Und das wird jetzt schneller als gedacht für dich. Aber da darfst du dich jetzt schon darauf vorbereiten. Während du jetzt, glaube ich, noch in diesem so Tempo Schritt für Schritt gehst, wird es dann blitzartig quasi passieren, ja, für dich. Und dann kommst du auch da rein, dass du den Wert erkennst für dich und wirklich auch handelst mit deinen Gaben im positiven Sinn. Also, du lieber Steinbock, du darfst es wagen. Die Welt geht jetzt für dich. Bis dann. Papa.